Herzlich willkommen zur kleinen Wildkräuterkunde zum Thema Brennnessel roh essen und Brennnessel ohne Handschuhe ernten. Mein Name ist Sandra von Kräuterkeller und ich zeige euch heute, wie man die Brennnessel ernten kann und wie man sie in der Küche verwenden kann. Die Brennnessel ist ein heimisches Wildkraut, was bei uns überall zu finden ist. Und für alle, die sich unsicher sind beim Bestimmen oder auch beim Verwenden von Wildkräutern, weil sie sagen, sie wissen nicht so genau, ob sie was Giftiges ernten, die Brennnessel ist ein Wildkraut für Einsteiger, die man nicht verfehlen kann und die ganz charakteristisch an dem Brennen zu erkennen ist. Ich kann sie einfach so gefahrlos anfassen und ich zeige euch heute, warum das so ist. Möchte man die Brennnessel in freier Natur ernten, dann sollte man darauf achten, dass man saubere Brennnesseln erntet. Damit meine ich keine verunreinigten Brennnesseln mit Vogelkot oder anderen Tierspuren. Wenn die Brennnessel gut aussieht, dann kann man sie mit bloßen Händen ernten, wenn man einen kleinen Trick beachtet. Und zwar muss man auf die Brennhaare achten. Die Wuchsrichtung der Brennhaare ist nach oben hin. Wenn man also die Brennnessel von unten nach oben anfasst oder sie von unten nach oben abstreicht, dann streicht man die Brennhaare so ab, dass sie nicht brennen. Würde man dies entgegengesetzt machen, was ich jetzt nicht tun werde, dann gelangen die Brennhaare direkt in die Haut und erzeugen dieses fiese Brennen. Wenn man sich unsicher ist und sagt, naja, das wage ich jetzt lieber doch nicht, dann kann man natürlich zum Ernten auch Gartenhandschuhe mitnehmen, dann kann sicher nichts passieren. Warum man die Brennnessel roh essen sollte, verrate ich euch jetzt, denn die Brennnessel ist voller Nährstoffe. Die Wildkräuter, die wir hier bei uns finden können, sind alle sehr nährstoffreich, aber die Brennnessel gehört zu den absoluten Spitzenreitern, da sie sehr, sehr viel Vitamin C, Eisen, Kalium, Zink, aber auch Magnesium enthält und sie roh beispielsweise in Wildkräutersalaten ganz toll zu verwenden ist. Viele machen auch Brennnesselspinat und kochen sie, aber ich zeige euch heute, wie man sie roh essen kann. Und da schlagen viele die Hände über den Kopf zusammen und sagen, naja, die Brennnessel, die brennt ja fürchterlich, wie kannst du die denn roh essen? Das ist eine Frage, die erreicht mich täglich mehrfach und ich zeige euch mit einem einfachen Trick, wie ihr sie roh verarbeiten könnt, ohne euch zu brennen. Also, ihr habt die Brennnessel vor euch liegen. Wenn ihr sie geerntet habt, dann habt ihr sie optimalerweise schon gewaschen, abtropfen lassen und dann benötigt ihr einen einfachen Kochlöffel und ein Küchenbrett. Und nun beginnt ihr, die Brennnessel langsam und kontinuierlich auszuklopfen. So könnt ihr die Brennhaare abklopfen. Das Ganze sollte man etwa eine Minute machen und dann erzeugt ihr, dass die Brennhaare, die noch nicht beim Waschen oder beim Ernten abgebrochen sind, jetzt abbrechen und sie euch nicht mehr im Mund brennen. Übrigens hat die Brennnessel hauptsächlich an der Unterseite Brennhaare, aber eben auch am Stiel. Verwendet werden in Wildkräutersalaten hauptsächlich die Blätter, nicht aber die Stängel. Besonders lecker ist der Kopf der Brennnessel, deswegen achte ich darauf, dass ich zum einen junge Brennnesseln ernte und für den Wildkräutersalat dann nur die oberen Pflanzenteile verwende, da die besonders jung sind und auch noch sehr zart. Möchte man die Brennnessel in einen Smoothie machen oder sich eine Suppe machen, dann kann man auch die Stängel mitverwenden, aber wenn man sie nur im Salat isst, dann ernte ich vor allem die Köpfe. Wenn man die Brennnessel jetzt noch klein schneidet und mit einem Dressing anmacht, dann brennt hinterher garantiert nichts mehr. Ich esse Brennnessel fast täglich im Salat und dieses Rezept funktioniert. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem kleinen Video motivieren, keine Angst mehr vor der Brennnessel zu haben und dass ihr die Brennnessel vielleicht jetzt mal in einen Salat integriert. Wenn ihr mehr über meine Arbeit wissen wollt oder mehr über die Brennnessel erfahren wollt, dann besucht mich auf meinem Blog Kräuterkeller oder aber werft einen Blick in meinen kleinen Ratgeber. Ich habe nämlich ein kleines Kräuterbuch geschrieben, die moderne Kräuterhexe, in der ihr natürlich auch die Brennnessel findet. Ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, mein kleines Video zur Brennnessel war informativ. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Bis ganz bald!